Hey Leute, Neostrix hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Apodia. In dieser Folge kümmern wir uns um den geheimen Eingang für das Labor, verlegen das Nether-Portal und dann kommt wahrscheinlich nochmal ein bisschen Deko hier ins Labor, damit wir hier nicht so einen leeren Raum einfach stehen haben. Ich würde sagen, legen wir sofort los. Ja Leute, in der letzten Folge haben wir ja dieses wunderbare Labor hier gebaut. Wer das nicht gesehen hat, der sollte jetzt oben rechts in der Infokarte einmal klicken. Da verlinke ich euch die letzte Folge. Das Ding ist wirklich wunderbar geworden. Da fehlt jetzt eben nur noch Einrichtung und gut Außendekoration. Darum kümmern wir uns später. Wir bräuchten auch eventuell noch einen Bootsanleger oder sowas. Das schauen wir uns dann später mal an. Ich habe mir jetzt mal Folgendes überlegt. Wir haben ja hier unten noch das Nether-Portal stehen. Hier in meinem ersten, ja, Basisraum. Würde ich mal sagen. Da steht hier das Portal. Das ist gar nicht so weit weg von hier oben. Und ich würde einfach mal sagen, hier in dem Labor wird ja an unterschiedlichen Sachen geforscht. Würde ich einfach mal sagen, hier kommt dann das Nether-Portal so hin mit ein, zwei Blöcken Abstand von der Wand. Und dann so ein paar Geräte daneben einfach, die dann ans Portal angeschlossen sind und wo dann eben am Portal geforscht wird. Und hier vor, wir haben ja hier unten unseren Raum. Den würde ich dann einfach weiter verwenden. Und zwar baue ich da dann die Technik rein für den Geheimgang. Ich habe mir in meinen ganz alten Videos, das Video ist glaube ich schon 2 Jahre alt, eine Geheimtreppe rausgesucht, wo dann hier der Boden so aufklappt und die Treppe sich dann hervortut. Würde ich dann einfach mal in die Richtung bauen, weil der Fahrstuhl liegt auch hinten in die Richtung, zumindest der Wasserfahrstuhl. Und für die weitere Dekoration könnte man ja eventuell so ähnlich wie beim Igloo machen, dass man dann in der Ecke hier so einen Tank macht mit einem Zombie-Villager und daneben dann einen Tank mit einem normalen Villager, wo da dann noch geforscht wird. Hier in der Mitte dann irgendwie so ein kleines Bücherregal oder sowas mal schauen. Und hier links die Ecke hätten wir dann auch nochmal frei. Dekorationstechnisch haben wir noch einiges offen. Wenn wir mal nach hier unten gehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall auch noch den Verzauberungsraum verlegen. Der kommt dann wahrscheinlich zusammen mit meinem Bett und so weiter unten hier ins Hauptlabor rein. Weil ich wollte ja noch, wenn wir hinten an der Abzweigung beim Lager sind. Obwohl, bevor wir dahin gehen, kurzes Status-Update. Ich habe ja in der letzten Folge auch die Eisenfarben ans Lager angeschlossen und die war ja schon gut gefüllt. Ich habe die dann auch mal leer laufen lassen zwischendrin und wir können mal eben schauen, was ich im Lager noch gemacht habe. Und wenn wir jetzt gerade schon hier an der Kreuzung sind, erkläre ich kurz, was ich eigentlich vorhabe mit dem Verzauberungsraum. Der soll ja, wie gesagt, verlegt werden. Hier rechts geht es ja zu unseren Villagern, die allerdings corrupted sind wegen dem Welten kopieren und so weiter vom Server. Habe ich ja alles damals erklärt. Und hier links soll es ja noch weitergehen in mein Wohngebiet, sage ich mal, wo auch noch weitere Labore, Dekorationen und so weiter hinkommen. Soll aber nicht so groß werden wie der Hauptgang hier. Und das ist so der Plan. Da kann dann auch der Verzauberungsraum hin. Und wenn wir mal hier ins Lager schauen, ich habe ein bisschen hier beim Technikbereich umgebaut. Und zwar habe ich hier eine Zwischenspeicherkiste reingebaut, die von 2 Trichtern gespeist werden kann. Denn vorher hatte ich ja hier nur einen Trichter, der dann direkt hier reingeht vom Wasserstrom her, aber ich habe zwischendrin mal Eisenfarm und Bambusfarm gleichzeitig hier einspeisen lassen und relativ schnell ist es dann dazu gekommen, dass der einzelne Trichter hier komplett voll war und die Items dann auf dem Trichter rumlagen und dann kann es natürlich schnell dazu kommen, dass nach 5 Minuten die ersten Items verabschiedet werden. Deswegen einmal 2 Trichter, weil wenn der erste voll ist, können die noch weiter strömen in diesen Trichter hier und dann einmal eine Doppelkiste, wo dann hier so ein Puffer ist, sage ich mal. Falls mehrere Farmen kurzzeitig gleich einspeisen, dass hier keine Items verloren gehen können, sondern die direkt hier eingelagert werden, bis das Lager dann hier alle Items aufgenommen hat. Was ich jetzt am Anfang der Folge eben vorhatte, ich wollte mal eben dafür sorgen, dass wir schon mal hier ein paar Crafting Table integrieren. Bevor wir das allerdings tun, ihr seht, Bambus ist sehr gut gefüllt vom letzten Entleeren. Da werde ich wahrscheinlich nochmal einen Anschluss an einen Ofen oder sowas machen, mal schauen. Und beim Eisen schauen wir auch. Ja, ist auch sehr gut gefüllt, würde ich mal sagen. Aber wir brauchen jetzt mal eben ein bisschen Holz. Das nehme ich mir mal eben hier zur Hand. Und dann machen wir einfach mal ein paar Crafting Table. 3 Stück als Zusatz sollten reichen. Das schmeißen wir wieder hier rein. Und dann mache ich unter jede Laterne einmal einen Crafting Table. Gut, wir könnten es jetzt noch ein bisschen verschönern, indem ich jetzt hier so Treppen drumherum mache. Mache ich, glaube ich, auch noch gleich.
Jetzt mache ich erstmal die Crafting Table hier rein. So, das hätten wir. Ich habe auch mal hier einfach Wasser zwischendrin hier einmal zwischengemacht, weil wenn ich mal eben hier das Wasser entferne, was ich jetzt hier habe, kann ich mir einfach zack Wasser rausnehmen, habe eine unendliche Quelle, weil bisher hatte ich ja nur hier hinten eine Quelle und das habe ich jetzt einfach mal so hier genutzt, um dann einmal hier Wasserquellen reinzusetzen und dann können wir hier zwischendrin auch craften. Wunderbar. Wäre das Lager auch schon mal ein Stückchen besser geworden. Gut, hier vorne könnten wir jetzt noch sagen, dass man hier irgendwie eine Ofenwand oder so hinmacht. Aber mal schauen, der Bereich hier vorne ist ja sowieso noch Baustelle. Jetzt würde ich euch mal eben viel Spaß wünschen bei der Timelapse, wie ich hier die Treppe einbaue. Und bevor es losgeht mit der Timelapse, ich baue jetzt einmal grob die Technik in der Timelapse und die Steuerung dafür und die feine Technik, wo wir dann auch versteckt das Ganze öffnen können. Das baue ich dann wahrscheinlich mit euch zusammen. Deswegen bis gleich. So Leute, fertig ist die Treppe, jetzt fehlt nur noch die Steuerung und ich habe auch schon mal die Wasseraufzüge angeschlossen. Hier dann mit ein bisschen Licht schon mal ausgebaut, dann gehen wir doch mal jetzt hoch, denn ich habe den ein oder anderen, naja, Krater erzeugt mit meinen Grabungsarbeiten, die ich jetzt mal eben wieder auffüllen muss. Ihr seht, ja, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber wir füllen es einfach wieder auf und dann passt das hoffentlich. So Leute, Löcher verfüllt. Jetzt kommt einmal die Detailtechnik, würde ich mal sagen. Ich habe den Nether-Portal-Raum einmal komplett aufgefüllt. Ein bisschen mehr Obsidian mitgenommen. Ihr seht, es ist nichts mehr über. Kommen wir erstmal zur Technik. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte hier ein Item auf den Boden werfen können. Das wird eingesaugt. Das gibt dann ein Signal hier in die Technik rein. Dann öffnet sich die Tür. Dann wird es hier unten rausgespuckt, dass ich es in Vorbeilaufen einsammeln kann. Und kurze Zeit später schließt sich die Tür dann. Allerdings habe ich das Ganze jetzt gerade noch nicht zu Ende gedacht. Ich brauche noch einen Button, fällt mir ein. Wir brauchen einmal, hier vorne haben wir ja den Eingang. Fürs Signal, wenn hier Strom drauf ist, dann ist die Treppe zu. Die schließt ja auch komplett ab. Man sieht nichts, dass hier eine Treppe ist, außer man wird sich hier durch den Boden graben. Was natürlich ehrenlos wäre, weil in Basin Griefen ist nicht so cool. Deswegen müssen wir jetzt einmal hier schauen, dass ich zum einen hier ein Signal raufkriege. Obwohl, Moment, kurz mal das Nether-Portal wieder aufbauen. So, Portal einmal umgebaut und das Ganze ist jetzt 5 Blöcke hoch, damit die Fenster hier auch noch stehen können. Jetzt kommt erstmal hier die Technik hin, würde ich sagen. Ich mache den Mechanismus, würde ich sagen, hier hin. Also hier kommt dann Minecart hin am besten.
und das lasse ich auf einem Trichter stehen. Also die Technik dahinter solltet ihr vielleicht schon kennen. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Ich mache das Hopper-Minecart einfach mal in einen Block rein. Dann ist es ja unsichtbar. Also sozusagen unsichtbar, nicht komplett, aber man sieht es halt von oben nicht. Dann muss ich jetzt nochmal die Rail eben wegbuddeln. Und dann brauche ich hier den Block für den Boden. Da mache ich nochmal eben hier zu. Und dann sammle ich das Teil einmal ein hier. Dann brauche ich unseren Pisten. Und das power ich einmal mit Redstone. Zack, kann ich abbauen. Und jetzt seht ihr, werden hier alle Items eingesammelt, die auf den Boden fallen. Und man sieht noch ein bisschen hier das Minecart an der Seite. Aber von oben halt nicht. Gut, Koordinate einmal merken. Minus 406 und 4504. Und hier dürfte dann der Trichter sein. Ja, hier ist der Trichter, okay. Das heißt, hier muss ich dann das Signal abgreifen, wenn das Item hier runtergeht. Und hier muss es dann ja rausgeworfen werden. Aber das machen wir gleich. Jetzt muss nämlich erstmal das Signal hier reinkommen. Und dann kann ich das Signal ja hier abgreifen, bei dem Trichter hier. Hier brauche ich dann, wie gesagt, eine Glock. Ich weiß nicht mehr so ganz, wie die anderen Glocks hierfür zu bauen waren. Ich versuche es einfach mal. Hier was Anständiges hin zu basteln. Ich nehme einfach mal hier eben ein bisschen Platz und dann brauche ich hier den Kollegen und hier den Kollegen. Dann haben wir allerdings ein Problem. Da muss ich hier das Signal abgreifen. Dann kann ich es hier mit Slabs weiterleiten am besten. Einmal hier verbinden und dann haben wir schon mal die Glock an sich. Und wenn ich jetzt den hier nochmal weggrabe und hier nochmal den Kollegen hinstelle. Jetzt wäre noch die Frage, ob das Teil auch läuft, wenn komplett alles voll ist mit Items, aber das ist nochmal eine andere Sache. Und die Items werden auch rausgeworfen. Perfekt, dass man die einsammeln kann, das ist das Wichtigste. Dann gehen wir jetzt nochmal hier runter und ich kümmere mich jetzt gleich erstmal darum, dass hier gleich der Kondensator steht. Und hier brauche ich jetzt als allererstes mal eben kurz einen Komperator. So, Slabs einmal am Start, Cobblestone reicht hierfür ja. Einmal hinplatzieren und wieder den Komperator. Komm schon. Einmal den Komperator platzieren, genau. Und dann brauchen wir Redstone, was wir hier einmal langleiten irgendwie. Ich brauche hier ja einen Repeater, damit das Signal auch stark genug ist. Dann kann ich es hier hinten langleiten. Dann mache ich hier mal eben Platz für den Kondensator, den wir bauen. Der wird ein bisschen größer. Ich würde den 2x2 machen am besten. Ist dann, würde ich mal sagen, genug Zeit, dass wir hier rein und rauskommen können. Dann nehmen wir mal den Hebel weg. Und hier brauchen wir einen Block mit einer Fackel dran. Dann geht das Ding schon mal zu und wir brauchen Komperatoren 1, 2 und 3, 4. Zack, einmal Redstone, dann brauche ich hier nochmal einen Repeater, der das Ding ordentlich aufcharged. Ich muss jetzt mal eben hier das Signal erstmal lang leiten und koordinieren. Also ihr merkt schon hier mit dem Redstone, man muss immer experimentieren, bis was funktioniert. Aber am Ende würde ich mal sagen, lohnt es sich dann, wenn das Teil hier läuft. Und dann leiten wir einfach mal das Signal hier lang, würde ich sagen. Gut, ich werde noch einen Zwischenrepeater platzieren müssen. Kurz mal abzählen. Wir haben hier 1, 2, 13, 14, 15. Das heißt, ich setze hier mal einen Repeater hin und dann testen wir das Ganze mal. Ich werfe mal eben hier das Item rein und das hat noch nicht funktioniert. Ich habe auch schon eine Vermutung. Ich lege mal eben hier ein Item rein. Das Signal geht lang. Okay, ich habe eine Vermutung. Das Signal war zu kurz wahrscheinlich. Das heißt, wir verlängern es einmal hiermit in der Hoffnung, dass es dann funktioniert, wenn ich ein Item reinlege. Zack. Nein. Warum geht's nicht? Gut, Leute, folgender Lösungsansatz. Ich nehme jetzt einfach das Signal vom Dispenser, vom Dropper hier und versuche es hiermit. Ich ziehe mir das hier aus dem Block raus und dann schauen wir mal, ob es damit geht. Ich habe auch noch ein kleines Upgrade vorgenommen am Dispenser unten, am Dropper, meine ich. So, das funktioniert. Und zwar habe ich hier einfach eine Treppe vorgesetzt, wodurch der Kollege dann hier einmal durchspuckt und dann haben wir hier eben kein Loch in der Wand. Ja, jetzt fehlt natürlich noch der Button einmal, womit ich dann von hier unten aus das ganze Ding öffnen kann. Den würde ich einmal hier rechts draußen anbauen. Da ist dann die Frage, was hier so an Technik rechts neben ist, aber wir schauen mal. Dann kommt hier einmal der Block rein, Button drauf und jetzt muss ich hier irgendwie wieder raus. Und dann brauchen wir nur noch Redstone, 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 Redstone. Hier setze ich einmal einen Repeater hin und dann haben wir es, würde ich sagen.
sagen, einmal Item reinwerfen. Naja, eigentlich hätte es Sinn gemacht, wenn ich das hier hingebaut hätte. Und dann warten wir, bis es zugeht. Button drücken. Geht auf. Sehr schön. Vielleicht verlege ich das nochmal nach hier, weil wenn wir hier reinkommen, wollen wir ja nicht erst nach da laufen, damit die Tür aufgeht, sondern wir wollen eigentlich hier hinwerfen. Ich baue es nochmal eben um. So Leute, einmal komplett umgebaut. Ich habe auch mal hier den Raum jetzt weggemacht. Finally. Ich habe einfach die Trichterleitung nach hier verlegt, Minecart reingemacht und so weiter. Dauert jetzt ein bisschen länger, bis eben das Item hier ist, damit sich dann die Treppe öffnet, aber die Zeit kann ich auch warten dafür, dass ich dann nicht nach da hinten rennen muss und wieder hier einmal rum in die Treppe rein. So, ich habe auch mal eben hier noch ausgeleuchtet am Nether-Portal und ich werfe jetzt einfach mal ein Steak hier rein. Dann warten wir mal kurz, bis das Ding sich einmal öffnet. Gut, es könnte jetzt ruhig ein bisschen schneller sein, aber zack, einmal eingesammelt. Vielleicht baue ich auch noch mal eben das ganze Ding um, dass dann hier das System schneller reagiert. Angekündigt habe ich es und umgebaut habe ich es jetzt auch. Deswegen seht ihr einmal hier so eine kleine Schaltung. Hier hinten wird das Signal nicht mehr abgegriffen. Hier ist jetzt nur noch die reine Glock. Wir gehen einmal rüber. Hier kommt ja das Item rein, geht hier rein und ich hatte die Vermutung, dass der Komparator das Signal nicht bemerkt, weil das Item sofort weitergeht. Deswegen habe ich den Trichter einmal gesperrt, damit das Item hier drin liegen bleibt und sobald dann hier ein Item drin ist, merkt der Kollege das, gibt das Signal weiter, Trichter wird entsperrt und währenddessen geht das Signal hier nach unten in diesen Block. Fackel aus, ist ja standardmäßig, die geht an, deswegen Signal hier rein in den Kondensator, hier kommt dann das Signal an und öffnet die Tür. Theoretisch habe ich es jetzt erklärt, wir probieren es auch direkt mal. So, das dürfte aufgehen, genau, wunderbar, und sobald wir hier unten ankommen, müssen wir kurz warten, um das Item wiederzukriegen und dann können wir auch schon unten reingehen. So Leute, ich habe mich jetzt nochmal ein bisschen hingesetzt und ein bisschen Deko hier dran gebaut ans Portal. Ich weiß noch nicht, ob mir das Ganze so gefällt, aber es sieht auch schon einigermaßen gut aus. Gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich habe jetzt einfach mal mit ein bisschen Kupfer und ein paar Blitzableitern hier mal Laborgeräte dran gebaut, so als Deko. Haben wir jetzt hier so eine Uhr, einfach als Druckuhr. Dann haben wir hier auch nochmal zwei normale Kompasse, die auch nochmal eine andere Art von ja, Anzeige sind. Die sind einfach dazu da, um jetzt hier ja sozusagen in Anführungsstrichen das Nether-Portal hier zu untersuchen. Dann haben wir hier zwischen noch, habe ich ein Gleis und ein Item-Frame genommen, so als Lüftungsschlitze. Wie gesagt, ich bin mir noch unsicher, ob mir das Ganze so gefällt, aber ich guck mal, wie es sich von dieser Folge bis zur nächsten entwickelt. Ja Leute, und damit bedanke ich mich herzlich für das aufmerksame Zuschauen. Hier links seht ihr jetzt schon mal die nächste Folge von Apodia eingeblendet. Falls sie schon online ist, gerne draufklicken. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und ciao Leute.